Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Dragon Quest 3. Vielleicht sogar zur letzten Folge von diesem Let's Play, ich weiß es noch nicht. Ich nehme diesen Part jetzt unmittelbar im Anschluss an den letzten auf. Das heißt, wenn ihr mir unter der letzten Folge noch irgendwelche Tipps gegeben haben solltet für den nächsten Kampf, dann habe ich diese noch nicht zur Kenntnis genommen, aber ich habe offscreen noch ein paar Sachen erledigt. Ich sehe gerade, das Heilen habe ich jetzt natürlich vergessen, aber ich glaube, die wichtigste Info vorab erstmal für euch. Ich habe noch einen Hexerring gefunden. Den habe ich jetzt die ganze Zeit benutzt, bis der zerbrochen ist. Ihr seht es an Samanthas MP. Sie habe ich jetzt erstmal so ein bisschen priorisiert. Dafür hat Maggie jetzt im Gegenzug den Gelehrtenstein bekommen, in der Hoffnung, dass sie dann so ein bisschen die Heilerrolle übernehmen wird. Nego hat jetzt den Lichtorb angelegt. Ich habe die Yggdrasil-Blätter jetzt auf die beiden Zaubermädels verteilt. An der Ausrüstung selbst habe ich nichts geändert. Ich kann aber auch, warte mal, das habe ich beim letzten Mal gar nicht probiert, kann ich die verfluchte Waffe eigentlich wegnehmen? Ich weiß gar nicht. Warte. Das sollte ja schnell geprüft sein. Ausrüsten? Nee, das geht nicht. Okay, da kommt dieses unliebsame Geräusch schon wieder. Kann nicht abgelegt werden, alles klar. So, dann will ich jetzt aber nochmal gucken. Ich werde gleich nochmal einen Cut setzen, weil das wird jetzt, glaube ich, ein bisschen dauern. Ich will nämlich mit den verbleibenden Heilkräutern erstmal meine Leute nochmal hochheilen. Ich mache das mal eben schnell. So, schnell ist gut. Das hat jetzt alles ein bisschen gedauert, aber egal, jetzt sind sie wenigstens alle mit voller Energie unterwegs. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht vorab noch irgendwie einen anderen Boss vor die Nase gesetzt bekommen, weil die letzten Kämpfe waren auch nicht ohne, vor allen Dingen dieser komische untote Drache, den ich dann irgendwie noch so auf Biegen und Brechen legen konnte, allerdings unter einigen Verlusten, was die Ressourcen anging. Und ich hoffe, ich habe jetzt nichts Elementares vergessen, aber ich gehe weiter. Oh Gott. Hallo Soma. Negoja, warum widersetzt du dich? Dein Tod ist unvermeidlich und ich sorge dafür, dass er jetzt kommt. Zerstörung ist meine größte Genugtuung. Ja, und meine größte Genugtuung ist hässliche Somas wegklatschen. Oh Gott, so hässlich bist du gar nicht. Wow. Okay, coole Sache. Auf jeden Fall sehr eindrucksvoll schon mal. So, im Ersteindruck noch freue ich mich, weil ich noch nichts gemacht habe. Aber ich glaube, ich kriege gleich sowas von eine üble Klatsche. Aber wir gucken mal. Ich muss nur schauen. Ich weiß nämlich noch überhaupt nicht, wie das hier mit dem Lichtorb funktioniert. Ich versuche den mal, okay, einzusetzen. Entschuldigung. Das Gute ist, der ist scheinbar einsetzbar. Das ist schon mal eine ganz gute Grundlage. Mit Josef würde ich dann angreifen. Mit Maggie. Boah, ich weiß gar nicht. Eigentlich würde ich mich schon ganz gerne buffen. Ich nehme mal hier ein bisschen Multibeschleunigung auf der Seite. Und sie, auch wenn ich glaube, dass Soma eher zaubern wird, ich werde trotzdem einmal eine Mega-Stärkung noch hier mit einbauen. Und dann, ja, gucken wir mal, ob das eine gute Idee war oder nicht. Der ganze Kampfbildschirm hat voll die schöne Farbe. Ach du Scheiße, okay. Ja, ich glaube, ich bin dann doch irgendwie zu schwach, würde ich mal spontan behaupten. Beginnt hell zu leuchten. Okay. Bist du tot, Soma? Du gefällst mir, wenn du so vor dich hinleuchtest, weil ich das Gefühl habe, dass es dir nicht gut tut. Du weißt, wie man meine Barriere entfernt. Okay. Aber vergeblich. Jetzt lasse ich dich leiden. Ich habe eine Barriere entfernt. Ich hoffe inbrünstig, dass sich das auch auf seinen Angriffsschaden und auf seine Angriffsstärke auswirken wird. Oh, die Musik ist ultra geil. Die gefällt mir. Okay, ich habe gerade voll schweißnasse Hände. Ich weiß nicht, was abgeht. Ey, ich bin überaufgeregt momentan. Okay, warte, jetzt müssen wir gucken, dass wir kluge Dinge tun. So, also Negoja wird angreifen, Josef sowieso. Was machen wir jetzt mit Magie? Reicht einmal Gelehrtensteinheilung oder ist das nicht ausreichend? Ich habe keine Ahnung. Wir probieren es einfach mal. Und Samantha, ich meine, ich bin ja jetzt sowieso ein bisschen, ich gehe jetzt mal erstmal auf Nummer sicher und nehme hier nochmal Multiheilung. Und obwohl, nee, ich weiß nicht, wie risikofreudig ich sein soll. Doch, ich nehme jetzt einmal noch Multiheilung und danach wird sie dann mit Energieschub an den Start gehen und gucken, dass sie unsere Angreifer ein bisschen verstärkt. Der Angriff, der geht klar von Soma. Ja, der eher nicht so. Boah, dieser Schaden. Dieser Schaden, der ist
echt ein Problem, wenn ich das mal so sagen darf. Ich bin jetzt in der nächsten Runde mal ein bisschen mutiger. Sie wird jetzt hier nochmal den Gelehrtenstein einsetzen. Ich glaube, der geht wirklich nicht kaputt. Also ich meine, das stand ja in der Beschreibung auch nicht drin, dass der Hexerring zum Beispiel zerstörbar ist. Das konnte man dem schon entnehmen. Deswegen bin ich jetzt guter Dinge, dass der uns jetzt auch langfristig erhalten bleibt. So, und ich würde eigentlich ganz gerne unsere Magieabwehr, genau, die würde ich ganz gerne erhöhen. Ich stand schon mal vor der Frage, ich weiß, aber ich, also ob ich irgendeinen Zauber habe, der das ermöglicht, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Senkt Abwehr von Monstergruppe, damit habe ich auch, glaube ich, schon mal gearbeitet. Siegel Magie, das wird bei dem wahrscheinlich nicht funktionieren. Schützt vor Kälte und vor Feuer. Geht das auf die ganze Truppe? Ich weiß nicht, ob das Feuer und Kälte ist, was der da macht, aber... ich nehme das einfach mal. Schaden kann es ja nicht. Gut ist, dass Maggie in der ersten Runde hier schon an der Reihe ist. Das darf gerne für den restlichen Kampf auch so bleiben. Also ich finde das... Jetzt habe ich ein Problem, weil jetzt Samantha sterben wird. Okay. Übel. Das ist ganz schön übel. Ich dachte, dass der Lichtorb das jetzt hier ein bisschen vereinfachen würde. Also klar, der würde wahrscheinlich noch krasser drauf sein, wenn ich den jetzt hier nicht hätte, aber... Was mache ich denn jetzt? Ich weiß, dass ich das Yggdrasil-Blatt habe, aber ich brauche ja auch irgendwie jetzt ein bisschen Heilung. Ich glaube, jetzt muss Nego mal aushelfen. Warte mal einmal hier auf Maggie. Du greifst an. Und du müsstest dich dann... Ich glaube, ich lasse sie mal das Yggdrasil-Blatt nehmen. Ich hoffe, dass die dann mit kompletter Gesundheit auch wieder zurückkommen. Ja, doch, ich glaube, das sind wenigstens die vollen HP. Das ist schon mal gut. Ansonsten sehe ich mich aber gerade, ehrlich gesagt, nicht imstande, das irgendwie zu bewerkstelligen. Zumal die Mega-Stärkung ja auch noch aktiv war, ne? Also der macht einfach viel zu viel Damage. Wie kriege ich das denn? Warte mal, kann ich den Lichtorb nochmal einsetzen? Ich kann den nochmal einsetzen? Bringt das was? Ich habe keine Ahnung. Ich schätze mal eher nicht, aber wissen tue ich es auch nicht so genau. Kein Plan. Ich lasse mal erstmal angreifen hier. Sie kann dann... Keine Ahnung. Wiedergeburt einmal auf Joseph einsetzen. Und mit Samantha... Ja, ich würde halt auch gerne mal in den Verstärkungsmodus gehen, damit hier ein bisschen mehr Damage bei rumkommt. Aber, boah... Nee, das ist echt... Also wenn der jetzt auch noch mehrere Phasen hat, wo soll das denn hier am Ende... wo soll das denn hier am Ende enden, hätte ich gerade fast gesagt. Aber naja, wir gucken mal. Vielleicht hat er jetzt gar nicht so viel Energie. Und ja, ich weiß, ich spiele ja ein Dragon Quest-Spiel. Alter Tage. Das wird wahrscheinlich nicht so gnädig im Ausgang sein. Aber guck mal, dieser Zauber, der ist zum Beispiel, aber vielleicht auch der Abschirmung geschuldet, eigentlich ganz praktisch, weil der wenig Schaden nur macht. Das war eine gute Runde. Davon darf es gerne noch mehr geben. So, und sie wird jetzt wahrscheinlich für den ganzen restlichen Kampf primär mit dem Gelehrtenstein arbeiten und für alles andere benötige ich jetzt halt hier und da ein bisschen Glück. Ich werde jetzt den Energieschub nochmal an Joseph weitergeben, damit auch sein Angriff steigt. Heilung kommt zur rechten Zeit. Bei Samantha muss ich jetzt halt immer, ja, das ist der schwierige Zauber, aber sie hat es überlebt. Okay. Wir haben also jede Runde, wo keiner von meinen Leuten verreckt, ist prinzipiell erstmal eine gute Runde. Und dadurch, dass ich generell so viel mit Gruppenheilung hier auch arbeiten muss, fällt, glaube ich, auch die verfluchte Waffe von Joseph nicht so stark ins Gewicht. Das macht mir gerade so ein bisschen Hoffnung, dass das vielleicht am Ende doch irgendwie hinhauen könnte. Ich werde jetzt ihr nochmal zur Sicherheit nochmal eine Mittelheilung mitgeben. Also ganz ehrlich, ich wage mal die vorsichtige Prognose, dass wenn er nicht mehrere Phasen haben sollte und nicht noch ganz üble Sachen jetzt kommen werden, dann wäre er vielleicht doch irgendwie möglich. Oh, ich hatte gehofft, dass der jetzt nicht zweimal diese Flächenzauber hier imstande ist zu wirken. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Okay, was habe ich denn noch für Möglichkeiten? Sie hat Chance, aber es ist dann auch eben nur Chance, ne? Es ist dann keine Garantie, dass das funktioniert. Ich werde es trotzdem mal funktionieren müssen.
trotzdem mal ausprobieren müssen. Und mit ihr wollte ich dann in die Multiheilung gehen. Das wird alles ultra, ultra knapp wird das alles werden. Ich gehe jetzt mal nicht in die Multiheilung, sondern versuche es jetzt hier nochmal mit einem gelehrten Stein. Hatte gehofft, dass es nach Cementes Wiederbelebung, die scheinbar nicht funktioniert, kommt, aber die Illusion hat sich dann wohl auch erübrigt. Okay. Ich habe ja noch diese eine Superheilung, die wollte ich mir aber wirklich erst diese Mega-Heilung heißt die genau. Wollte ich mir eigentlich aufheben. Oh, genau 62. Boah, shit. Ich würde gerne, dass erstmal Samantha wiederbelebt wird und das dann kommt. Aber warte mal, die Wiederbelebung, die heilt sie ja eh komplett hoch, ne? Ich muss das jetzt machen, weil ich glaube, dass sonst der Kampf irgendwie vorüber ist. Und dann wird... Nein, ich kann es mir nicht mehr leisten. Ein MP, wie viel Pech kann man denn haben? Oh, shit. Okay, mein Yggdrasilblatt ist auch weg. Ja gut, das war es dann wohl. Das war eine ganz, ganz üble Runde. Ich bin ein bisschen traurig. Vielleicht habe ich ja mit Chance nochmal Glück. Ja, super. Das ist, also so habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt, was? Die Texte gehen mir zu schnell weg. Ich habe keine Ahnung, was da gerade stand. Konnte das irgendwer lesen? Kein Plan. Also ich auf jeden Fall nicht. Wir sind jetzt aber alle gerade ganz gut aufgestellt. Das heißt, sie kann mal angreifen, er kann mal angreifen und sie... ihr bleibt ja nur die Achso, Chance geht dann jetzt auch nicht mehr. Okay. Das heißt, ich habe keine Möglichkeit, jetzt sie wieder zurückzuholen. Es sei denn, ich gehe auf Nego. Ja, da muss ich die Chance nutzen. Weil ich glaube, ohne sie wird es nicht einfacher. Und... Ja, dann... Achso, sie hat auch nicht... Achso, ja, klar, sie hat auch keine mehr. Na gut, dann war es das jetzt wahrscheinlich. Okay, jetzt bin ich traurig. Jetzt bin ich traurig. So wollte ich nicht, dass das ausgeht. Ich verstehe nicht, warum Samantha jetzt die ganze Zeit so schnell verreckt und Maggie das die ganze Zeit überlebt. Aber dann ist das halt so. Was willst du machen? So, vielleicht passiert ja noch ein kleines Wunder und hier, keine Ahnung. Ergibt sich das... dass er vielleicht doch nicht so viel Energie hat. Und vielleicht hätte ich auch den Lichtorb einfach nochmal einsetzen sollen. Ich weiß es nicht. Aber ich dachte, dass Samantha, die ja zu Weisen auch aufgestiegen ist, ich dachte, dass sie vielleicht so ein bisschen widerstandsfähiger ist. Aber sie hinkt halt auch levelmäßig hinterher, ne? Muss man ja auch ganz klar sagen. Na gut, dann kann man es halt nicht ändern. Hoffe ich jetzt trotzdem noch auf mein kleines Wunder. Das finde ich nicht gut, dass du jetzt zuerst an die Reihe kommst. Seit wann ist das denn jetzt so? Okay. Das war es dann wohl offiziell. Schade eigentlich, sehr schade. Ich hätte gedacht, dass wir hier ein bisschen weiterkommen und dass ich hier mit einem etwas besseren Bauchgefühl auch rausgehen kann. Die machen jetzt aber auch nicht mehr den guten Schaden, den sie nach dem Push durch Energieschub gemacht haben. Was auch nicht so geil ist. Aber, also entweder die Runden sind ins Land gestrichen oder er hat das irgendwie negiert. Okay. Jetzt bin ich traurig. Jetzt bin ich sehr, sehr traurig. Ich meine, das ist... Weiß ich nicht. Ich stehe halt gerade vor der Frage, ob ich jetzt ein paar Runs probieren soll. Also heute für die Folge bleibt mir ja nichts anderes übrig. Oder ob ich wirklich nochmal zwingend leveln muss. Oder ob ich einfach meine Strategie überarbeiten muss. Ich weiß es nicht. Wir sehen uns gleich für den nächsten Versuch wieder. So, ich habe jetzt auch mal die ganzen Heilkraut-Heilaktionssachen hier mal abgespeichert. Und das Einzige, was ich jetzt noch angepasst habe, ist, dass ich das Yggdrasil-Blatt, das habe ich jetzt von Samantha an Joseph übergeben. In der Hoffnung, ja, keine Ahnung, dass das irgendwie Sinn macht. Ich würde halt gern die Verteidigung meiner Leute irgendwie noch weiter verstärken. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob dieser Weisheitseffekt, ob der jetzt hier so zielführend ist. Vielleicht sollte ich mir da irgendwas suchen. Hier wird der Angriff gepusht. Irgendwas, was die Abwehr weiter erhöht. Aber der greift, glaube ich, auch nicht physisch an, ne? Das sind, glaube ich, schon alles irgendwie so Zauber-Magie-Attacken. Und wie ich mich davor schütze, ich habe keine Ahnung. Warte mal, abgeben. Kann nicht. Das kann schon wieder hier keiner tragen. Also wenn ich den heute nicht gelegt kriege, was sehr wahrscheinlich ist. Zauberrüstung klingt eigentlich ganz interessant. Was haben wir hier? Abwehr. Achso, das haben die schon equipped. Okay, ich bin eigentlich gerade eher auf der Suche nach einem
Nach einem guten Accessoire. Kann jetzt hier aber auch, weil die. Auch weil die Anordnung hier so super. Super undurchsichtig ist. Hier steigt der Angriff nochmal. Drachenschild. Nee, ich bräuchte irgendwas. Was waren die Schleimohrringe nochmal? Accessoire tragbar. Ja, aber hier steht auch wieder nicht, was das für ein Effekt ist. Genesungsring war, glaube ich, das mit jedem Schritt, ne? Das war Nego, glaube ich, auch gerade. Obwohl, nee, die haben das. Das ist dann. Ist das was, was wirklich als Accessoire auch fungiert? Ach, guck mal, der Angriff. Boah, der Angriff, der geht hier aber nochmal ordentlich nach oben. Warte mal, das wäre vielleicht gar nicht so uninteressant. Was hat sie denn jetzt hier? Ach so, etwas, was ihren Glückswert steigert. Boah, ich glaube, das ist echt entbehrlich, oder? Dann würde ich ihr das eigentlich eher nochmal als Angriffsverstärker mitgeben. Von mir aus für die Peitsche. Die wird sie für den Kampf sowieso nicht benutzen. Dann hat sie hier den Genesungsring. Habe ich davon zufällig noch einen? Wenn ja, dann würde ich den nämlich auch Joseph mitgeben oder Josef, keine Ahnung, ich weiß immer noch nicht, wie man den Typen richtig ausspricht, aber ich glaube nicht, wobei es könnte sein, dass das jemand, warte mal, dass das jemand hier, ich hatte nämlich so das Gefühl, guck mal, hier ist noch ein Genesungsring, ich wollte gerade sagen, ich habe, hä, achso, den hat sie schon equipped, ich bin gerade völlig durcheinander, so, warte mal. Dann geben wir ihm jetzt nämlich das. Ich weiß gar nicht, was er hier aktuell ausgerüstet hat. Dieses Goldhorn. Ich habe keine Ahnung, was das Goldhorn gemacht hat. Wahrscheinlich auch irgendwie, keine Ahnung, Glück erhöht. Ich hatte halt eine Zeit lang immer so stark auf diese Crits spekuliert, um die Metallschleime vielleicht mit höherer Wahrscheinlichkeit zu finishen. Vielleicht habe ich da noch ein bisschen Potenzial. Und wie gesagt, hier wo die ganze Zeit Weisheit verbessert wird, das würde ich auch entbehren, wenn wir hier irgendwie die Abwehr der Leute noch ein bisschen pushen könnten. Ich guck mal eben noch mal kurz ohne euch, ob ich vielleicht noch was Sinnvolles hier finde. Gut, also diese Iro-Perücke, die ich noch habe und auch dieses Silber-Rosali, die geben einen ganz kleinen Abwehrboost noch, theoretisch. Ich weiß aber nicht, ob ich dafür mein Weisheitsboost aufgeben will. Das sind jetzt so die einzigen gewesen. Ich bin jetzt auch noch nicht komplett durch, aber ich glaube nicht. Was hat Strumpfband nochmal gebracht? Auch ein Abwehrpush, aber auch nur in relativ kleinem Rahmen. Also ich weiß nicht, für die drei Pünktchen. Ich glaube, der Weisheitsboost, den meine Mädels gerade drin haben, der ist am Ende gravierender. Insofern würde ich das jetzt erstmal nochmal so probieren. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Nö, geheilt sind sie alle. Boah, ich weiß nicht. Also momentan habe ich ehrlich gesagt gar keinen Optimismus, dass hier noch irgendwas geht. Ich müsste halt so ein bisschen auf mein Glück auch pochen, weil wir haben ja ein, zwei Runden auch gesehen, die jetzt nicht so dramatisch gewesen sind. Wenn es davon ein paar mehr geben würde, dann wäre das schon ganz cool. Aber wisst ihr, was ich gerade für einen Fehler gemacht habe? Ich habe nicht in die Menüs meiner Leute geguckt, weil da sind vielleicht noch ganz brauchbare Accessoires und Items mit drin. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöder, aber egal. So, wir starten jetzt hier diesen Energieschub. Den hat sie, glaube ich, nicht, aber ich könnte mit Abschirmung mal beginnen, ohne zu wissen, ob das irgendwas nützt, aber es ist schwierig, weil ich die MP eigentlich, ich mache das jetzt trotzdem mal, aber die MP hätte ich eigentlich schon ganz gerne, so eine Heilungsoption noch in der Hinterhand zu haben. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich von Runde 1 an den Energieschub auf Nego auch aktiv mache. Die müsste ja jetzt auch noch ein bisschen mehr austeilen als beim letzten Try, weil sie jetzt halt noch diesen Angriffsboost obendrauf bekommen hatte. Aber wir gucken mal. Erste Runde erstmal ganz glimpflich. Also ich werde wirklich mit Nego und Joseph ausschließlich angreifen und mit Maggie und Samantha sollte ich eigentlich ausschließlich heilen. Ich würde nur einmal ganz gerne den Energieschub halt meinen beiden Angreifern mitgeben. Kann es sein, dass vielleicht ohne dass mir das aufgefallen ist, beim letzten Versuch dieser Lichtorb irgendwie nachgelassen hat? Da habe ich jetzt nicht so genau aufgepasst, aber das könnte vielleicht noch eine Option sein. Ich nehme jetzt hier den Gelehrtenstein und hier, boah, nee, ich glaube, also ich werde, solange nicht am Ende einer Runde alle tief dreistellig sind, werde ich jede Runde nutzen, um
mit beiden zu heilen. Das ist mir sonst zu riskant. Auch wenn die MP das halt nicht ewig mitmachen, aber da müssen wir durch. Nigoya hatte vorhin, glaube ich, in einer Runde sogar mal 300 Schaden ausgeteilt, ne? Ich würde halt seine Abwehr auch gerne mal runtersetzen, aber dafür müsste ich dann auch wieder einen Zug opfern. Und das ist mir dann schon wieder ein bisschen zu heikel. So, das war gerade keine gute Runde für uns. Hat mir aber jetzt wahrscheinlich den Allerwertesten gerettet, dass ich doppelt quasi geheilt habe. Das werde ich jetzt hier auch nochmal machen müssen. Nochmal Multiheilung bitte. Die auch direkt zu Beginn kommt, das ist gut. Eigentlich ist das auch so von der Reihenfolge her immer... Oh, das war jetzt eine gute Runde für uns. Weil jetzt haben wir nämlich den Moment, wo alle relativ stabil sind. Boah, Josef macht so unfassbar wenig Schaden. Das Blöde ist, dem kann ich seine Waffe jetzt halt nicht wegnehmen, ne? Das war so ein Beschiss mit dieser Kiste in der letzten Folge. Könnte ich mich immer noch drüber aufregen. So, hier wird jetzt der Gelehrtenstein ausreichen müssen, damit Samantha mit... Wie hieß das Ding? Energieschub, genau. Jetzt Josef trotzdem nochmal ein bisschen pushen kann. Ich wette, selbst Maggie würde mehr Schaden austeilen. Aber guck mal, kann es sein, also als Josef jetzt zuletzt, kann es sein, dass dieser Abschirmungseffekt deutlich wichtiger und besser ist als... sag schon, als Megastärkung? Ich glaube, Megastärkung bringt in diesem Kampf rein gar nichts. Aber ich weiß es natürlich nicht. Muss man mal so ein bisschen im Auge behalten. So, wie risikofreudig bin ich jetzt? Ich könnte auch... Ich muss aber jetzt in dieser Runde hätte ich jetzt gerne, dass Samantha den Gelehrtenstein hätte, weil ich gerne mal gucken würde, wie viel Schaden Maggie austeilt, wenn sie angreift. Aber dann lassen wir das mal so. Ein Feind senkt Abwehr. Das hier würde ich nämlich gerne mal auf den Versuch ankommen lassen. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Jawohl, die ist sogar mehr als ordentlich gesunken. So, was hier jetzt passiert, das checke ich nicht so ganz. Wenn ich jetzt Pech habe, nächster Mentor wird das hoffentlich überleben. Hat er jetzt nur einmal? Ja, okay, der hat quasi so anderthalb Mal angegriffen. Ich weiß nicht, was das bewirkt. Nicht, dass ich nach dieser Animation irgendwie den Lichtorb wieder einsetzen muss. Ich tue jetzt einfach mal so, als wäre alles cool. Warte mal, eigentlich braucht jetzt nur... ich lasse mich jetzt schon wieder zu komischen Experimenten hinreißen. Was wahrscheinlich ein Fehler ist. Ich gehe jetzt hier nochmal auf den Gelehrtenstein und werde... Ich weiß halt nicht, ob es stackt, aber ich werde jetzt den Energieschub nochmal auf Nego bringen. Ich hoffe, dass jetzt Samantha nicht verrecken wird. Ja gut, wenn er natürlich mit seinen stärksten Zaubern ums Eck kommt. Ja, wobei, das war gar nicht der stärkste. Der hat ja... Ja, das hier war der eklige. Ja, jetzt ist Samantha nämlich weg. War dumm, dass ich keine zweite Multiheilung noch zur Absicherung mit reingepackt habe, aber so ist das halt. Ey, Nego hat jetzt ihren Bonus nicht mehr. Das finde ich auch eher ungeil. Okay. So, warte, jetzt wird's heikel. Ich gehe jetzt mal ein bisschen auf Risiko. Werde die beiden jetzt angreifen lassen und sie ein Yggdrasil-Blatt einsetzen lassen auf Samantha. Und die nächste Runde brauche ich definitiv volle Pulle Heilung. Oh, ja. Übertreib halt. Oh, irgendwer ist gerade ausgewichen. Sehr gut. Ich habe auch mal Glück in einem Kampf. Das ist schön, dass das auch noch geht. So, und jetzt hoffe ich, dass die Reihenfolge gnädig zu mir ist, denn ich brauche jetzt zweierlei Doppelheilung. So, Gelehrtenstein hier. Und du darfst bitte einmal gerne... Wo ist sie? Da habe ich sie gesehen, die Multiheilung einsetzen. Und da muss ich gucken, dass ich meine Leute wieder gebufft kriege. Das war gerade sogar ein bisschen Heilungsverschwendung. Habt ihr das gesehen? Bei einigen sind voll gewesen und das ist dann so ein bisschen verpufft. Aber dann ist das halt so. Ja. Meine Fresse, ey. Okay, das ist mega Pech gerade gewesen. Ich meine, du hast eine 25-prozentige Chance in jeder Runde, dass Josef getroffen wird. Und dann kommt er auch direkt zweimal hintereinander ran. Also das ist schon nicht mehr nett vom Spiel. So, dann werden wir jetzt hier aber die Wiedergeburt einsetzen. Das ist auch so ein bisschen der Joker, ne? Weil ich habe die kein zweites Mal. Ich weiß gar nicht, ob Samantha auch Wiedergeburt imstande ist zu zaubern. Kein Plan. So, aber sie wird jetzt erstmal wieder... Warte mal, den Energieschub an
Nego weitergeben, die einfach meine Hauptangreiferin ist. Die macht halt doppelt so viel Schaden. Im Vergleich zu Joseph. Das ist der schlimmste Zauber von allen. Da stand gerade, hebt irgendeine Wirkung auf. Ich glaube, der hat alle meine Buffs und Debuffs gerade neutralisiert, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Okay, so. Was machen wir jetzt? So mal. Hier werden wir auf jeden Fall den Gelehrtenstein nehmen. Und hier, der Energieschub, der greift jetzt nicht mehr, ne? Ich werde jetzt hier nochmal auf Nummer sicher gehen müssen, auch wenn es mir wehtut und ich die Runde gerne anders genutzt hätte. Aber ich werde jetzt hier nochmal mich mit Multiheilung stabilisieren. Dann werden wir nämlich diese Runde hoffentlich safe überleben. Wenn es gut läuft, vielleicht sogar mit wenig Schaden, aber natürlich läuft es nicht super. Dann können wir die nächste Runde nämlich jetzt nochmal... Obwohl, ausschließlich fürs Heilen opfern, wollte ich gerade sagen, aber das stimmt gar nicht. Ich gehe jetzt mal wieder ein bisschen in die Offensive. Gelehrtenstein ist safe. Und dann werde ich jetzt hier Zehren einsetzen. Vielleicht ist es auch ganz gut, immer mindestens einen Statuseffekt aktiv zu haben. Das war eine gute Runde jetzt für uns. Einfach weil die Wahrscheinlichkeit dann hoch ist, dass er einmal diesen Skill einsetzen muss, diese Technik, keine Ahnung, um das wieder zu entfernen. Wisst ihr, was ich meine? So, warte mal, eigentlich haben wir jetzt gerade ein ganz gutes Standing, denn auch diesmal werde ich mich auf den Gelehrtenstein verlassen und hier mit Energieschub auf Nego arbeiten. Ich hoffe, der ist nicht mehr aktiv. Ich wünschte mir so sehr, man würde das hier irgendwie besser erkennen. Aber diese normalen Standardangriffe, das ist eigentlich so das Beste, was kommen kann. Wobei der Zauber geht auch noch klar. Ja, jetzt hat sie den Effekt wieder mit drin. Das ist gut. Ich würde sagen, eigentlich sind wir gerade ganz gut dabei. Wenn der Effekt jetzt noch ein bisschen anhält vom Energieschub, Joseph schwächelt gerade ein bisschen. Da brauche ich... Aber guck mal, eigentlich geht es uns allen ganz gut. Eigentlich darf nur Samantha nicht verrecken, weil die hat noch ein Yggdrasil-Blatt. Das heißt, egal wer sonst aus der Truppe verreckt, sie könnte denjenigen dann wieder zurückholen. Ich bin jetzt mal so mutig und gebe auch Joseph den Energieschub noch mit. Denn Zehren ist, glaube ich, auch noch aktiv bei Soma. Nicht nochmal auf Maggie, bitte. Sehr gut. Sehr schön. Boah, Leute, ich habe gerade voll innere Euphorie und Adrenalin pur. Ich habe nämlich gerade wirklich die Hoffnung, dass jeder Schlag wieder der letzte sein könnte, auch wenn es wahrscheinlich noch viel zu früh ist. Aber wenigstens habe ich jetzt hier so ein bisschen den Kampfrhythmus drin, wo ich den Kampf auch so ein bisschen mitbestimmen und gestalten kann. Das ist schon mal ganz praktisch. So, ich nutze jetzt mal den Luxus und nehme einmal Mega-Stärkung. Oh shit, okay, das hat wehgetan. Okay, jetzt ist wieder alles aufgehoben. Ja, man sieht es am besten an dem Schaden, der ausgeteilt wird oder der auch nicht ausgeteilt wird. So, Mega-Stärkung nehmen wir jetzt aber noch mit. Alles klar. Das heißt, eigentlich würde jetzt eine Vollheilung auch ausreichen. Das Problem ist nur, dass das jetzt MP-Geschacher ist, ne? Ich könnte auch überlegen, das mit Nego jetzt einmal zu bringen. Schwierig. Also wenn das in die Hose geht... Dann liegt das vielleicht gar nicht mal an meinem Level, sondern wirklich an meinem MP-Kontingent. Aber sie ist halt meine Haupt-Damage-Dealerin. Ich weiß nicht. Ich bin irritiert. Was soll ich tun? Ich werde jetzt nochmal angreifen und jemand anders Vollheilung nehmen lassen. Das wird dann sie sein. Dann habe ich zwar keine Wiederbelebung mehr, aber ein bisschen Glück ist hier, glaube ich, generell immer auch mit im Spiel. Und dann will ich mit ihr den Energieschub... Nee, warte. Bevor wir das machen, nehme ich erstmal wieder Zehren. Wenn Samantha nämlich früh rankommt, dann müsste das nämlich auch für... Das ist jetzt natürlich Bullshit. Das ist totaler Schrott, weil jetzt auch die Vollheilung ins Leere läuft. Oh, das ist richtig bitter. Unfassbar bitter. Echt. Keine Ahnung. So, ja, was soll man dazu noch sagen? Yggdrasil-Blatt habe ich ja jetzt auch nicht mehr, ne? Das habe ich ja, vorhin schon verbraten. Für die Wiedergeburt reichen meine Punkte leider nicht. Und für Chance dieser eine MP, ne? Das ist so frustrierend, das ist so schade einfach auch.
Ich kann jetzt natürlich einmal nochmal auf volles Risiko gehen. Ich heile Nero jetzt nochmal hoch. Vielleicht, ich weiß nicht, wie weit er jetzt vom Tod entfernt ist, aber vielleicht wird sie mit ihren letzten Schlägen hier noch irgendwas reißen können. Ich meine, zum Beispiel bei Krack verliert sie ja gar nicht so viel. Na, die hält halt auch ein bisschen was aus. Sie kann sich ja auch selber noch heilen, ne? Das kommt ja auch noch hinzu. Ich könnte auch, warte mal, Energieschub, hat sie das auch? Also nicht, dass ich das jetzt definitiv einsetzen würde, aber das steht ihr eh nicht zur Verfügung. Machen wir halt so weiter, aber schade, so eine Energieleiste würde mich jetzt halt auch mal interessieren. Okay. Tschüss, Soma. Ich habe Soma besiegt. Mit 3 Toten im Gepäck, aber er ist down. Ey, hoffentlich kommt jetzt kein Folgeboss mehr. Ich würde so ausrasten. Nigoya, nein, du hast... Höre meine Worte, Licht wird nie ohne Schatten und Dunkelheit existieren. Viele werden mir folgen, du hast mein Wort. Aber wenn die Zeit kommt, wirst du zu alt oder tot sein, um es zu verhindern. Ja, ich kann das gerade gar nicht fassen. Ihr hättet gerade meinen Blick sehen müssen. Alter Verwalter, war das knapp. Ich meine, 1-2 Runden hätte sie wahrscheinlich noch überlebt. Aber ist das geil, dass das noch funktioniert hat. Ey, ich könnte gerade heulen vor Freude, ohne Witz. Muss ich mich bewegen? Oh, ich muss mich bewegen. Ich gehe dann mal, oh, ja, in die Hölle. Und jetzt bin ich tot und darf den Kampf nochmal machen, oder was? Ey, ich erinnere mich noch an den Raum. Ja, da sind wir schon mal ausgespuckt worden. Hauptsache, die Särge kommen auch brav mit. Und werden schön übereinander gestapelt. Ich bin gerade völlig perplex, Leute. Ich habe gerade meinen Augen nicht getraut, als da unten. Ich bin ja aber auch noch nicht... Ha, hier kommen jetzt Zufallskämpfe, ne? Okay, warte mal. Jetzt habe ich Angst. So, ich habe Chancen. Ich habe Chancen über Chance. Eine unheimliche Kraft hat das gestoppt. Na, super. Ey, lass hier bitte einfach keine Kämpfe kommen. Das ist gerade mein einziger und innigster Wunsch. Keine Kämpfe. Ich möchte hier einfach nur raus. Ich glaube aber, das ist jetzt quasi so eine Art Epilog oder so. Ich hoffe, dass jetzt hier nicht noch eine Herausforderung kommt. Du, wenn ich jetzt einmal die Chance bekomme, meine Mitstreiter wiederzubeleben, mich einmal gemütlich ins Bettchen zu legen, alles wieder aufzufüllen und so, dann nehme ich gerne auch noch einen weiteren Boss in Kauf. Ist gar kein Thema. Aber bitte nicht mit den Rand- und Rahmenbedingungen, die ich jetzt habe. Aber es kommen keine Zufallskämpfe. Da fällt mir gerade so ein Stein vom Herzen. So, okay, Leute. Ich habe immer noch ein bisschen wabbelige, zittrige, schwitzige Hände. Ich hoffe, das vergeht jetzt. Lässt mich das Ende genießen, ohne diese massive Aufregung gerade. Ein lautes Geräusch kann im Himmel vernommen werden. Fast so, als hätte sich das weltenverbindende Loch geschlossen. Ah, das sieht jetzt aber nach Happy End aus. Also ich schätze mal, auch wenn mich das Spiel dahingehend schon mal überrascht hat, dass wir jetzt keinen, weiteren Bosskampf sehen werden. Hallo, meine Mitstreiter! Schön, euch wieder bei mir zu wissen. Hä? Und jetzt? Okay. Was will mir das Spiel jetzt sagen? Wo soll ich jetzt hin? Warte mal, ich würde mich gerne erstmal irgendwo hinporten, wenn das überhaupt geht. Wo ich mich wieder erholen kann. Und das geht. Okay, also wir sind jetzt wieder mobil. Die Dunkelheit ist verschwunden. Das habe ich auch zur Kenntnis genommen. Jetzt geht wahrscheinlich erst das letzte Drittel vom Spiel los oder so. Und Soma war gar nicht der letzte Endboss. Na, das wäre ja echt der Super-GAU, wenn es da jetzt nochmal irgendwie so einen Plot-Twist geben würde. Ihr seid alle wahre Helden. Wie, das war's jetzt? Ich kann jetzt nicht mal mehr übernachten? Gibt es jetzt draußen auch keine Random Encounter mehr? Was ist denn mit den Credits und so? Nee, das kann doch nicht das Ende sein. Warum darf ich jetzt hier keine Übernachtung mehr tätigen? So, warte mal. Das Einzige, was ich jetzt noch machen könnte, und das werde ich jetzt auch tun, das ist mal nach Aliahan mich zu porten. Ich komme hier gar nicht mehr raus. Hä? Okay, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ich kann nur in diesem Teilbereich hier bleiben. Warte mal. Was macht storymäßig jetzt am meisten Sinn? Nochmal zu Soma Schloss zu gehen?
Weiß ich nicht, Schrein der Ehre? Sind die ganzen Steine jetzt hier wenigstens, die mir den Weg ehemals versperrt haben, weg? Sieht so aus... Nee, die sind noch da. Okay, das heißt, ich hätte immer noch diesen... Weil ich weiß nicht, wo ich jetzt hin soll. Was will das Spiel jetzt von mir? Warte mal, Teleport. Ich verliere aber auch keine MP, wenn ich mich hin und her porte. Die haben das voll mit einkalkuliert. Ich gehe mal nach Ludatorn. Da hat ja meine Reise in die dunkle Welt, in die Unterwelt, in die Parallelwelt, wie auch immer, ja begonnen. So in der Ecke hier. Du bist es, wir haben alle über dich gehört. Über dich gehört? Soma wurde besiegt, was für eine Art Mensch bist du? Das ist einfach unglaublich. Dankeschön. Wir haben alles über dich gehört. Achso, ich habe vorhin einfach nur falsch gelesen. Alles klar. Das ergibt ja dann sogar fast ein bisschen Sinn. Was soll ich jetzt machen, Leute? Das ist irgendwie so... War das jetzt der Finalpart? Ich vermisse die Credits. Ich traue dem Ganzen erst, wenn ich die Credits habe. Ich versuche gerade zu überlegen, ob wir hier irgendeine Schnittstelle zwischen dieser und der anderen Welt hatten, weil ich mich jetzt hier halt nicht mehr rausporten kann. Meine Idee war jetzt nämlich nach Aliahan zu gehen und endlich ist es wieder hell. Ich habe mich immer schuldig gefühlt, weil ich unsere Gäste in tiefschwarzer Nacht gehen lassen musste. Aber jetzt kann ich meine Gäste endlich am Morgen begrüßen. Kriege ich hier vielleicht von irgendwem einen Hinweis? Bravo, du hast es geschafft, du hast den Erzdämonen besiegt. Ja. Okay. Ratter, ratter, ratter. Jetzt muss ich mal ganz genau überlegen, wo habe ich vielleicht jemanden getroffen, der mir weiterhelfen kann. In Mercado war alles so ein bisschen verschlafen, beziehungsweise nicht wirklich im Betrieb. Sage ich mal, hier müssten wir jetzt den größten Unterschied feststellen zwischen vorher und nachher, würde ich mal vermuten. Bravo, du hast es geschafft, du hast den Erzdämonen besiegt, das werden wir heute wahrscheinlich noch x-Male hören. So, nee, ich dachte, jetzt sind vielleicht die Läden auch alle wieder besetzt. Ich gehe mal zum alten Mann. Komm, der alte weise Mann, der wird bestimmt wissen, was ich jetzt als nächstes tun soll. Ich verliere aber auch gar nichts mehr. Ich check den Status dieses Spiels nicht. Ich danke dir, Alefgard ist nun wieder ein strahlendes Land. Es ist ein Neuanfang für uns alle, aber wie konntest du Soma besiegen? Ja, das frage ich mich auch. Ich kann das immer noch nicht glauben. Ich bin schon lange nicht mehr so perplex gewesen, als der Kampf zu Ende war. Ich habe mich wirklich schon, keine Ahnung was machen sehen, noch zig weitere Parts aufnehmen sehen und weitere Ansätze versucht zu durchdenken, aber naja... Es hat funktioniert, alles cool. Hey, ich bin es, Garen. Ich habe beschlossen, wieder nach Hause zu gehen. Ich werde ein Loblied über dich schreiben. Ich will auch nach Hause. Aber man lässt mich nicht nach Hause. Okay, ich glaube, hier bin ich jetzt auch nicht richtig. Ich dachte, dass der alte Mann, der uns damals die Hints hier gegeben hat, von wegen, welche Items wir brauchen und so, dass er vielleicht auch derjenige ist, der uns jetzt sagt, wie wir wieder zurückkommen. So, warte mal, wie bin ich denn seinerzeit zu Somas Schloss gekommen? War das über Kohl? Kohl? Nee, über die Regenbogenbrücke. Warte mal, wo waren die nochmal? Die waren nicht hier. Das war... Warte. Das war... Rimulda. Das war dieser Kontinent, ne? Südlich von uns. Kann das sein? Ja. So, dann laufe ich jetzt hier einfach mal durch. Okay, hier ist gar nichts mehr. Super, hat sich ja voll gelohnt, hier nochmal hinzukommen. Zwischenzeitlich hat der Schutzeffekt nachgelassen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ist das jetzt hier wieder irgendwas Bodenabsuchmäßiges, was ich machen muss? Ich habe keine Ahnung. Ich will den Switchport, wo das angezeigt wird. Ich wünsche mir eine Version, der ich entnehmen kann, wo was zu finden ist. Nee, also ich werde das wahrscheinlich jetzt hier auch nicht mehr entknoten können. Ich weiß nicht, ob es noch eine weitere Folge geben wird. Ich bin gerade völlig außerstande, euch zu sagen, ob das jetzt hier der letzte Part ist oder nicht. Und sollte ich feststellen, dass es im Anschluss nichts mehr gibt, dann ist das so. Vielleicht warte ich auch erstmal ab, was ihr mir unter dieses Video schreibt. Wenn wenigstens, oh, das Licht ist so warm, irgendjemand sagen würde... Oder irgendeinen Hinweis geben würde. Hört mir zu, Soma ist gefallen und der Frieden endlich wieder eingekehrt. Du hast Soma besiegt? Oh, wirklich? Ich hätte es mir nie erträumen lassen, dass jemand, der so jung ist, in der Lage wäre, das Unmögliche zu schaffen. Ich will einfach in die alte Welt wieder zurück. Aber ich sehe gerade keine Möglichkeit, das irgendwie zu tun. Warte mal, wo kam ich nochmal am schnellsten auf mein Schiff? Das war, glaube ich, über Kohl, was auch immer. Da
Dann gehe ich jetzt hier nochmal nach Westen. Genau, eventuell noch dieser Schrein. Weil den Rubisturm, da glaube ich nicht, dass mir das irgendwas bringt. In die Höhlen reinzugehen wahrscheinlich auch nicht, wenn es die überhaupt noch gibt. Aber ich habe vorhin, glaube ich, eine gesehen davon. Ich versuche jetzt einfach nochmal diesen Schrein der Ehre oder wie der hieß aufzusuchen. Ach so, hier kommt man gar nicht. Muss ich jetzt einmal komplett, ja, ich muss einmal komplett. Vom nördlichsten zum südlichsten Punkt. Boah, ey, wünscht mir Spaß. Das wird so lustig. So, aber irgendwann geht auch die schönste und lustigste Reise zu Ende. Ich versuche es jetzt hier nochmal. Vielleicht muss ich auch mit irgendeinem Item was machen, was ich noch im Inventar habe. Deine Blutlinie muss weitergeführt werden. Ich hoffe, ich werde den Tag erleben. Also, ich check das nicht. Ich verstehe das nicht. Was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt das Spiel ganz regulär in-game irgendwo abspeichern wollen würde? Lass mich mal kurz überlegen. In Ludaturm, da gab es eine Burg, ne? Da sind wir, als ich nach dem ersten Try heute draufgegangen bin, glaube ich, auch rausgekommen. Oder wo waren wir da? Warte mal, ich gehe mir das hier mal eben kurz angucken. Obwohl, nee, das ist auch nur eine ganz normale Stadt. Aber ich glaube, gab es hier nicht. Warte, ich muss einfach mal gucken. Hier komme ich wieder raus, ne? Ja, ich habe halt ein hartes Kurzzeitgedächtnis. Es tut mir leid. Aber vielleicht kann ich über ein neues Safe Game. Du, alles cool. Wenn das so ein kurzes, knappes Ending ist, dann soll mir das recht sein. Habe ich gar keinen Bauchschmerz mit. Hier war das, glaube ich. Oder komme ich hier auch einfach nur raus? Nee, guck mal hier. Genau, also, ja, gut, das ist hier vielleicht noch so ein Ansatz, wo vielleicht noch was passieren könnte. Hier wird es auch sein, oder? Ich gehe jetzt mal zum König und gucke, ob der mir was erzählt. Und werde jetzt hier auf jeden Fall ordnungsgemäß auch einmal abspeichern. Ich schreibe ein Lied über dich. Es wird sicher über Generationen gesungen werden. Ja, hoffentlich mit einem guten Beat, ne? Soma wurde besiegt. Ich hoffe, es wird heute eine Jubelfeier geben. Sind wir nicht schon alle am Feiern? Du bist tatsächlich ein wahrer Held. Der König erwartet gespannt deine Ankunft. Ich habe nicht zu träumen gewagt, dass dieser Tag tatsächlich kommen würde. Das haben wir auch schon mal gehört. Beeilt euch, ihr müsst den König treffen, Soma zu besiegen. Beweist, dass du ein echter Held bist. Zögere nicht länger, Nagoya. Beeile dich, zum König zu kommen. Der Morgen ist wundervoll und er ist dank dir zurückgekehrt. Oh, ist das schön. So viele glückliche Leute. Hallo? Okay, mit dir rede ich nicht mehr. Beeile dich, zum König zu kommen. Ich wusste nicht, dass das Licht so hell und warm sein kann. Es ist nicht länger so eine angsteinflößende Welt. Glückwunsch, Nagoya. Du bist wahrlich ein Held. Ja, danke schön. Du hast wirklich Soma besiegt und du bist auch eine Frau. Was soll denn das heißen? Oh, du bist Ortegas Kind, stimmt das? Also muss Ortega die Prüfung auch überlebt haben. Was? Nee, leider nicht. Er starb? Tut mir leid, das zu hören. Ich bin sicher, er ist stolz auf alles, was du für die Welt tust. Ich hoffe doch. Ich bin so glücklich, dass ich nicht aufhören kann zu tanzen. Gut, ist auch egal, jetzt wo wir sicher sind. Genau, du kannst auch hier ruhig auf der großen Bühne tanzen. Musst dich nicht verstecken, gute Frau. Ich habe nichts gedrückt. Das ging jetzt automatisch los. Ruhe! Nagoya, die Nachricht deines Sieges hat mich erreicht. Ich war sehr gespannt auf deine Rückkehr. Du hast Soma besiegt und bist wohlbehalten zurückgekehrt. Mein herzlichster Dank. Dank deiner Bemühungen ist das Licht in unsere Welt zurückgekehrt. Als Soma starb, begann sich die Lücke zwischen unseren Welten zu schließen. Dies ist nun unsere Welt und wir werden sie für immer schätzen. Alle danken dir, Nagoya, du bist ein wahrer Held. Ich sollte dich nun mit dem wahren Titel eines Helden belohnen. Dem Titel Loto, mutigster Held in ganz Aliahan. Nagoya, du bist zu einer Legende geworden. Wir werden deinen Namen niemals vergessen. Dankeschön. Oh, jetzt bin ich ja fast ein bisschen zu Tränen gerührt. Oh, wenn das nicht Wertschätzung pur ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist ja mal schön. So eine richtig schöne, klassische, traditionelle Feier, wie sie wahrscheinlich auch in echt passieren würde, wenn, oh, in dieser Welt oder in unserer Welt auch, keine Ahnung, da würde das alles ein bisschen digitalisierter ablaufen, sicherlich, aber das ist, finde ich, so eine klassische Jubelfeier, wie man sie sich halt vorstellt, ne? So wie in dem Spiel halt irgendwie alles super klassisch und traditionell, es passt einfach ganz gut zusammen. Und jetzt... Jetzt, da ist unser Feuerwerk. Ach, wie schön. Okay, da habe ich es auch noch gefunden. Das wäre jetzt irgendwie ein komischer und blöder Abschluss gewesen. Oh, habe ich irgendwas weggedrückt? Ich wollte nur gucken, ob ich mich hier irgendwie bewegen kann. Aber jedes Mal, wenn ich versuche, in eine Richtung zu laufen,
Ja, dann geht das Bild weg. Okay. Ich hoffe, ich habe uns jetzt nicht irgendwie was vorenthalten. Was ist das denn für ein Symbol? Muss ich jetzt warten? Kann ich drücken? Hallo? Ich weiß es noch nicht genau. Also wenn ich irgendwas drücke, dann passiert nichts. Ah, aber er ließ sein Schwert und seine Rüstung zurück. Achso, Ortega jetzt. Ich würde gerade sagen, eigentlich sind wir ja eine Sie. Sie wurden über Generationen weitergereicht, um sie in Zeiten der Not zu verwenden. Auf diese Weise wurde die Legende geboren. Boah, Slow-Mo und dann Caps Lock. Geile Kombination. Okay. Ich traue mich gar nicht, irgendwas zu sagen, weil ich damit rechne, dass jederzeit der Text weitergeht. Ah. Die Farben der Regenbogenbrücke, wie wir sie einige Parts zuvor erst gesehen haben. Und das ist jetzt aber Aliahan, ne? Ah ja, und hier kommen jetzt auch die Credits. Okay, dann kann ich jetzt mal ganz still und heimlich mein Pad zur Seite legen. Und ein bisschen, da ist ja Akira Toriyama, ich liebe dich, ich schmeiß dir ganz viele Herzen rüber. Lasst uns mal ein bisschen resümieren. Ich weiß gar nicht, was ich großartig sagen soll, was ich nicht im Laufe des Let's Plays schon gesagt habe. Ich fand Dragon Quest 3 ultra, ultra hübsch. Der grafische Sprung von 2 zu 3, den fand ich wirklich famos. Also bisher so aus der, also ich sag mal so von den ersten Teilen, finde ich mit Abstand der schönste Teil. Ich würde auch sagen, mit Abstand der umfangreichste Teil. Ich finde, er ist bockenschwer gewesen. Also nicht nur schwer, was den Schwierigkeitsgrad der Gegner und, keine Ahnung, der Monster und des Game-Over-Potenzials so mitbringt, sondern auch vor dem Hintergrund Orientierung und so, ne? Aber das, ich glaube, da hatte ich auch in den letzten Teilen so hier und da meine Schwierigkeiten. Auf jeden Fall sehr traditionell. Ich finde das, was die Vorgänger gut gemacht haben, das ist hier einfach irgendwie alles noch besser geworden, ne? Alles noch hübscher, alles noch umfangreicher, irgendwie breiter ausgebaute Story, diese beiden Welten, die man da parallel auch hat, dieser tolle Twist gegen Mitte des Spiels, wo ich halt dachte, ich habe das Spiel jetzt irgendwie durch, als ich Baramos bekämpft habe und dann tauchte plötzlich Soma auf und eine komplett neue Welt war da. Also für mich echt ein rundum gelungenes Dragon Quest. Es ist wahnsinnig schwierig, finde ich, bei so einer großen Spieleserie das jetzt in irgendein Ranking unterzubringen, weil was will ich Teil 3 mit Teil 11 vergleichen zum Beispiel, ne? Aber ich finde es immer wieder faszinierend, das war auch der Grund, warum ich die Serie auf dem Kanal chronologisch angehen wollte. Immer wieder faszinierend, wo dieser von mir geliebte Teil 11, wo der eigentlich so seine Wurzeln hat und wie nah diese Spiele einfach auch immer noch beieinander liegen. Ja, weil du spielst, auch bei Teil 1 war das ja schon so, du spielst die ersten Spiele dieser riesigen Serie, du spielst den aktuellsten Vertreter und du erkennst irgendwie gefühlt hunderte von Parallelen und Ursprüngen und Wurzeln und ich finde das einfach Wahnsinn. Und wenn ich so drüber nachdenke, fällt mir das immer wieder auf, wie gut sich diese Serie einfach weiterentwickelt hat, ohne ihre Wurzeln zu vernachlässigen. Und das ist echt einfach nur, was ist denn hier los? Was war denn das gerade für ein komisches Wort? Keine Ahnung. Also einfach nur mega, mega schön, aber auch mega, mega schwer. Und wenn ich mich jetzt wirklich zu einem Ranking hinreißen lassen müsste, dann ist Teil 3 für mich auf jeden Fall deutlich vor Teil 1 und 2. Ja, deutlich ist jetzt vielleicht auch übertrieben, ne? Also da liegen ja auch ein paar Jährchen so zwischen. Aber Teil 3 war, auch wenn ich viele Frustmomente hatte, aber die hatte ich bei den Vorgängern auch, für mich bisher, also so von, also gemessen an 1, 2 und 3 auf jeden Fall der stärkste. Und ja, kann verstehen, dass damals da so ein Riesenhype drum war. Also ich kann das halt deshalb auch verstehen, weil ich weiß, wie ich als Kind auf dieses Spiel reagiert hätte. Und ich hätte, wenn ich das damals kennengelernt hätte, da wäre ich mit Sicherheit auch mega gehypt drauf gewesen. Das wäre genau mein Ding gewesen. Ihr habt das ja vielleicht, wenn ihr mein Lufia-Let's Play gesehen habt, auch mitbekommen, weil wenn ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert habe. Ich habe das damals schon extrem geliebt. Mit Lufia fing ja meine Liebe zu rundenbasierten Kämpfen an. Und ich habe erst später Dragon Quest kennengelernt. Aber die
diese Liebe ist halt nie weggegangen und insofern docke ich da super gerne und super schnell auch an diese Spieler an und freue mich einfach auf alles, was da noch kommt. Ich finde es irgendwie auch schön, dass ich einige Dragon Quest Spiele noch gar nicht kenne. Irgendwann werde ich Teil 4 sicherlich auch Let's Playen. Da weiß ich allerdings zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, wie ich das mache, weil ob ich das über einen Emulator mache oder ob ich irgendwie das hinkriege, von meinem Nintendo DS aufzunehmen, der schon uralt ist, kein Plan. Aber das wird, denke ich mal, noch ein bisschen dauern, einfach weil die Rand- und Rahmenbedingungen halt auf einer Plattform, die ich schwer bedienen kann, sage ich mal, das eher unwahrscheinlich machen. Aber ich werde irgendwann mal eine Lösung finden. Also es wird jetzt hier nicht mit den Let's Plays zu Dragon Quest zu Ende gehen. Schon allein, weil ich das Ziel habe mit euch zusammen, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, alles, was nach Teil 4 kommt, also alles zwischen Teil 4 und Teil 8 kenne ich nicht, aber besitze ich bereits. Das heißt, Teil 4, wenn es dann irgendwann kommt, wird nicht blind sein. Ich habe es übrigens auch immer noch nicht abgeschlossen. Also eigentlich wäre das so eine Half-Blind-Geschichte. Und Teil 5, 6, 7, die werden komplett blind. Und die werde ich auch nicht ohne euch spielen. Das wird dann werden dann Blind-Let's Plays sein. Aber fragt mich jetzt bitte nicht, wann es soweit sein wird. Ich muss, wie gesagt, erstmal Mittel und Wege finden, um das Aufnehmen nicht einfach nur möglich zu machen. Ich will es auch bequem haben. Ich will mir keine Sorgen machen müssen wegen irgendwelchen technischen Belangen und so und will mir da den Rücken einfach frei halten, um die Spiele dann genießen zu können. Ne? Weil ich will aus diesem Kanal und aus den Let's Plays jetzt hier keinen Marathon machen und mich durch irgendwas durchquälen, sondern das entspannt angehen. Aber das soll nicht euer Problem sein. Da werde ich mir in nächster Zeit mal Gedanken machen. Gibt ja auch andere Spiele, die ich auf Handhelds durchaus interessant finde. Aber ich kann euch versichern, und ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch eben auch Dragon Quest so mögen, wie ich es auch tue. Ich bin mir relativ sicher, dass wenn ich irgendwann mal was von meinem Nintendo DS Let's Playe, dann wird Dragon Quest 4 das erste Spiel sein. Ja, das hat absolute Prio 1. Alle anderen Sachen aus der Handheld-Ecke werden erstmal hinten anstehen. So viel kann ich euch versprechen. Und ich freue mich sehr auf das nächste Let's Play, wann auch immer es kommen wird. Also zu Dragon Quest meine ich jetzt. Und ja, sollte ich jetzt irgendwas, was euch interessiert hat, vergessen haben, dann schreibt es mir in die Kommentare. Dann gebe ich da im Nachgang gerne noch ein bisschen Input. Wenn es irgendwas Optionales hier noch gibt, dann teilt mir das auch gerne mit. Vielleicht hänge ich dann irgendwann noch mal eine Folge dran. Aber wenn wir jetzt auf den regulären Sendeplan gucken, dann wird es beim nächsten Mal auf dem 16-Uhr-Slot schon mit dem nächsten Projekt losgehen. Und wie gesagt, ich schiebe aber gerne noch ein, zwei Folgen hinterher, um mir irgendwelche optionalen Dungeons oder so mal anzugucken. Und das habe ich, glaube ich, in irgendeinem anderen Let's Play auch mal gemacht. Weiß ich aber gerade nicht mehr, ob das auch ein Dragon Quest Spiel war. Ist ja auch Wurst. So, warte mal, wenn ich jetzt irgendwas drücke, passiert jetzt hier irgendwas? Genieße nun auch Dragon Quest 1 und 2. Aber ich komme aus diesem Menü hier nicht raus. Das heißt, ich kann jetzt nur... Ich habe mein Spiel gar nicht abgespeichert. Fällt mir gerade ein. Ich habe über meine Save States keinen Speichern ausgelöst. Was mache ich denn jetzt? Das heißt, ich könnte einen Bonus-Dungeon, der voraussetzt, dass Soma besiegt, das könnte ich jetzt gar nicht machen, ohne Soma nochmal zu besiegen. Na, das wird ja lustig. Jetzt bete ich gerade innerlich, dass es keinen Bonus-Dungeon gibt, weil das würde mich jetzt irgendwie hart ärgern. Aber gut, auch das soll nicht euer Problem sein. Danke, liebe Leute, dass ihr heute wieder mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, euch hat das Finale gefallen. War auf jeden Fall ein Wechselbad der Gefühle heute. Hab nicht damit gerechnet, dass das funktioniert, aber bin jetzt erleichtert, dass Soma down ist. Und ja, bedanke mich fürs Einschalten, fürs Kommentieren, fürs Mithelfen, fürs Liken über das gesamte Projekt hinweg, nicht nur für diese Folge. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns demnächst dann in einem anderen Video wiedersehen. Macht's gut, ihr Lieben, und bis dann. Ciao.